Entschuldigung. Kleiner Mann, wir machen weiter. Alles gut. So, warum macht man denn sowas? Jetzt auf den Fall drücken. Okay. Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Und heute zu Gast nicht nur Richard Dittrich, sondern auch noch der Thomas Ries von der Börse Stuttgart, beziehungsweise in diesem Fall von der Handelsüberwachungsstelle. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen das Thema Marktmissbrauch besprechen. Denn das Interessante an diesem Thema finde ich, dass es hier nicht nur um irgendwelche Bernie Madoffs geht, die irgendwie um 50 Milliarden den gesamten Markt prellen, sondern dass auch schon der Privatanleger auch in den Marktmissbrauch kommen kann, wenn er nicht aufpasst. Und deswegen bin ich mal gespannt, was ihr uns heute so zu erzählen habt. Vielleicht ganz kurz vorweg, Marktmissbrauch. Zu einem dieser Themen haben wir schon mal ein Video gemacht, also wo es darum geht, wie man mit Informationen, vor allem die man vorgaukelt, den Markt missbrauchen kann. Also gerade diese Cold Callings oder irgendwelche Faxaktionen. Da kannst du vielleicht mal das Video hier unten drunter verlinken. Heute wird es eher um das gehen, wie man mit Handelsdaten, also mit Orders, die einer einstellt, oder auch zwei oder drei oder viele, wie man da den Markt missbrauchen kann und vielleicht ein bisschen was zum Thema Insiderhandel. Aber davor, das meiste wird heute der Thomas erzählen. Ich bin dann eben die nette Dekoration heute. Ich werde aber auch noch ein paar Themen mitbringen, die ich in meiner Erfahrung beim Kunden schon erlebt habe, wo ich immer wieder feststelle, häufig ist es denen gar nicht bewusst, was sie da tun. Mhm. Das klingt logisch, was sie machen, aber im Nachhinein muss man sagen, hast du eigentlich gegen Gesetze verstoßen. Nicht mehr machen, aufpassen und Unwissenheit schützt halt vor Strafe nicht. Richtig, ja. So schaut's aus, ja. Worum geht's heute? Also Marktmissbrauch, es ist ja letzten Endes, greifen wir vorne weg, also ein Preis an der Börse oder der Börsenpreis an sich ist ein geschützter Begriff an der Börse. Und der soll natürlich ganz nach dem freien Spiel der Kräfte an der Börse entstehen. Und Börsenhandel ist ja, habt ihr sicherlich auch schon mal besprochen und erklärt, ist ja ein Handel, wo die beiden Parteien sich einfach nicht kennen, die an der Börse tätig sind. Und unter diesem Spiel eben dieser Kräfte soll der Börsenpreis normalerweise entstehen. Und wenn er eben nicht unter diesen freien Kräften entsteht, sind wir mal ganz schnell in der Marktmanipulation drin. Ja. Und da ist es halt oft dann so, wo oft noch in der die Meinung vorherrscht, ja, ich manipuliere den Markt nur dann, wenn ich die Preise irgendwie manipuliere. Also den Preis nach oben treibt, den Preis nach unten treibt, ist leider nicht der Fall, sondern einfach auch schon, es reicht, wenn ich in dem Wertpapier, das sehr illiquide ist, was niemanden interessiert, wo keiner drauf schaut, wenn ich da auf einmal anfange, Umsätze zu generieren und damit jetzt nicht unbedingt den Preis nach oben, nach unten treibe, aber eben Umsätze generiere, wo man dann auf einmal eben dieses Produkt, diese Aktie, Anleihe, was auch immer, dann in irgendwelche Umsatzlisten nach oben treibt, dann auf einmal eben den Markt aufmerksam darauf macht, weil die Leute denken so, oh Mensch, hier ist auf einmal Spiel in diesem Wertpapier drin. Was ist denn da los? Da muss doch irgendwas dahinter stecken. Warum handeln denn hier auf einmal so viele? Und da sind wir halt auch bereits schon in der Marktmanipulation drin. Denn auch das entsteht ja im Normalfall nicht durch eben dieses freie Kraft, durch diese freie Kraft des Spiels. Also das verrückteste Beispiel da ist wirklich, dass das schon Leute über Börsenspiele eine Aktie sich rausgesucht haben, die sich eigentlich für keinen interessiert hat, dort aber eben über solche Geschäfte, die wir mal zeigen werden, den Preis dieses einen Wertpapiers so nach oben getrieben hat mit ganz wenig Umsätzen, dass der plötzlich das Ding gewonnen hat und keiner so richtig verstehen könnte, warum. Auch das ist ein Marktmissbrauch. Wichtig auch jetzt nicht enttäuscht sein, wir machen heute nicht Marktmissbrauch leicht gemacht. Also nein, wir kriegen das am besten hin, sondern eher wollen wir euch warnen und dafür schützen, dass vielleicht irgendwann mal die Staatsanwaltschaft bei euch an die Tür anklopft. Und da steigen wir jetzt vielleicht gleich mal ein, was denn so unter Marktmissbrauch verstanden wird. Genau, also keine Präsentation davon. Es gibt ja beim Marktmissbrauch, also vor allem Marktmissbrauch, wie er in erster Linie an der Börse Stuttgart passieren kann, haben wir zwei Arten davon. Einmal eben der Pre-Arranged Trade, so nennt sich der, und der andere der Wash Sale. Wir fangen einfach mal mit dem Pre-Arranged Trade an. Was ist das eigentlich? Und zwar, wir zeigen euch gerade mal ein Orderbuch. Wie es eben so ganz klassisch ausschauen kann. Wir haben auf der einen Seite haben wir lauter Käufer, auf der anderen Seite lauter Verkäufer. Und jetzt kommen auf einmal zwei Personen daher und denken sich, da könnten wir doch was machen. Und zwar machen sie es in der Form. Jetzt haben wir die Taxe nach draußen für den Markt, wo könnte man theoretisch handeln. Die Taxe ist den beiden Herrschaften aber egal, weil sie genau wissen, was sie tun wollen. Richtig. Sie haben sich abgesprochen. Genau. Hier habe ich Person A, Person B.
Die haben sich im Vorfeld einfach schon drauf geeinigt, so Mensch, pass auf, wir haben ja die Taxe gerade gesehen und wir stellen jetzt einfach mal gegenläufige Orders an der Börse ein, nehmen beide das gleiche Limit. Damit wissen wir ja, okay, wir sind ja im Rahmen der veröffentlichten Taxe, also Preis manipulieren wir ja schon mal nicht. Aber wir wissen im Vorfeld, okay, wir zwei kommen auf jeden Fall zusammen. Und das darf eben nicht sein. Warum macht man sowas? Ah, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie eben gerade schon angesprochen, man versucht damit Umsätze zu generieren in dem Wertpapier, wo nie Umsätze drin sind. In irgendwelche Umsätze. Ich wollte jetzt die Überleitung zur nächsten Folie machen, um zum Beispiel Preis nach oben zu treiben. Ach so, ja. Entschuldigung. Klar, nochmal, wir machen weiter. Alles gut. So, warum macht man denn sowas? Jetzt auf den Fall drücken. Okay, man macht sowas zum Beispiel. Warum macht man sowas, Regia? Man macht sowas einfach, um eben den Preis nach oben zu treiben. Zeigen wir mal einfach auf der nächsten Folie, wie man sowas machen kann. Und zwar, der letzte Preis war 45,50. Jetzt kommt Person A, stellt einen Auftrag ein. Gleich drauf kommt Person 2. Man sieht schon mal, wir haben hier gerade mal den Abstand von 3 Sekunden zwischen den beiden Aufträgen. Mhm. Und die beiden kommen natürlich zusammen. So haben wir schon mal 50 Cent gut gemacht im Preis. Jetzt spielen sie aber das ganze Spiel weiter. Es kommt wieder die gleiche. Es kommt dann Person 2, die ja gerade die Stücke gekauft hat. Die stellt es jetzt wieder zum Verkauf. Dann kommt wieder Person 1, die jetzt sagt, ja wunderbar, ich habe ja jetzt das Geld von dir. Jetzt nehme ich mir mal die Stücke wieder, kaufe ich dir zurück. Aber wir machen auf einmal einen Preis von 46,50. Also wieder 50 Cent in die Richtung getrieben, wo wir es am Ende haben möchten. Und dann spielt die das Spiel nochmal weiter. Es kommt wieder Bank A oder eben Person 1, die jetzt hier wieder ihre Order einstellt. Die hat ja jetzt die Stücke. Dann kommt wieder Person 2, die ja das Geld hat auf dem Konto. Wunderbar, und es passiert der nächste Preis. Und innerhalb von kürzester Zeit haben wir hier den Preis um 1,40 Euro nach oben getrieben. So, die Seite ist jetzt zu Ende, das könnte man endlich weiterspielen. Richtig. Wahrscheinlich fragen sich jetzt einige, und warum sollen wir das tun? Denn eins ist klar, diesen Preisanstieg, den haben die beiden erstmal bezahlt. Weil es ist ja nicht so, dass sie sich gegenseitig das Geld schicken. Also Gewinne haben sie erstmal keinen damit gemacht. Aber die Überlegung, warum tut man sowas, ganz einfach, weil man zum Beispiel seine Depotbewertung nach oben treiben will. Oder wenn du für größere Summen zuständig bist, als Fondsmanager unterwegs bist, ist böse gesagt, dass du dein Fondsvolumen, also den Wert deines Fonds damit beeinflussen kannst. Also wenn er lang genug Gedanken gemacht, findet er vielleicht auch Gründe. Ich sehe, du hast auch schon einen Grund gefunden. Oder, sag mal. Oder zum Beispiel gerade, ja, der Thomas hat ja schon angesprochen, die illiquiden Werte. Oder zum Beispiel gerade, weil du in einem Internetforum einfach andere Leute in einen Penny-Stock reinbringen willst, in den du selber investiert bist und sagst, hey, guck mal, da ist richtig Bewegung drin, jetzt aktuell ist er gerade sogar schon gestiegen und so weiter und gerade dort, wenn dann irgendwie viele naive Leute sind, die sagen, boah Mensch, da muss ich jetzt auch einsteigen und also wie so eine Art Frontrunning dann, ja, dass die dann natürlich dann auch kaufen, einfach nur durch diese hohe Liquidität oder weil der Kurs gerade mal 1,50 oder 1 Euro gestiegen ist. Genau. Also jetzt kombinierst vermeintliche Liquidität und dann vermeintliche tolle Preise. Also jetzt kombinierst du jetzt die beiden Möglichkeiten. A, mit Informationen, weil ich ein Medium wie zum Beispiel Internet nutze, um fälschliche Informationen zu verbreiten. Oh, ganz tolle Gerüchte, da wird bald irgendwas Großes geschehen, die werden übernommen, die haben ein neues Produkt, was auch immer. Einen Weg. Und auf der anderen Seite über diese Preise, die mir jetzt mit Bank A und Bank B als Beispiel gezeigt haben, das Fundament dafür lege, um die Story auf der anderen Seite glaubwürdig zu machen, indem ich einfach die Aktie schon nach oben schiebe, ohne irgendeinen Grund. Jetzt hat man also beides kombiniert. Einmal die Orders, darf man nicht. Und auch die Gerüchteküche, die man schürt, auch das ist verboten. Richtig. Das wäre jetzt mal ein Weg davon. Ich sag mal, bei zwei Personen ist es ja noch vielleicht überschaubar. Leider geschieht auch häufig der Fall, dass natürlich sich mehrere zusammentun. Und da ist halt nicht nur A und B, sondern auch C und D. Sind unterwegs. Jetzt kommt wahrscheinlich auch die Frage, und wie kann das festgestellt werden, dass sowas geschieht? Das ist wahrscheinlich auch so eine Frage. Kann man, wie weit darfst du sowas sagen? Einfach letzten Endes, wir als Hüst haben hier ein eigenes Tool, auch ein Tool, was wir einfach selber entwickelt haben. Jetzt über 10 Jahre hinweg immer wieder aufgebaut, immer wieder an die gesetzlichen Vorgaben angepasst etc. Und da haben wir einfach uns Möglichkeiten geschaffen, jede einzelne Order zu screenen und eben auch zu gucken, so Mensch, könnte denn die eine Order mit der anderen Order zusammenpassen? Also eben Preisumsätze sich anzugucken, wo zwei Kundenorders gegeneinander laufen. Und die screenen wir, gucken uns dann jeden Sachverhalt einzeln an. Wenn wir dann das Gefühl haben, so Mensch, ja, da könnte wirklich was dahinter stecken, hinter diesen beiden Aufträgen, dass der Verdacht der Marktmanipulation eben
vorliegen könnte, dann haben wir bereits das Recht von Seiten eben unserem Börsengesetz, dass wir losmarschieren dürfen. Also wir dürfen losmarschieren und zwar in der Form, wir fragen dann die Banken an. Achso, wollte ich gerade fragen. Genau, also wir fragen dann die Banken an, weil bei uns ist ja so, als Auftraggeber erscheint bei uns immer erstmal die Bank. Damit komme ich meist noch nicht weiter, weil wenn ich dann eben Banken habe, wo sehr viele Aufträge zu uns kommen, worüber wir uns sehr freuen, kann ich jetzt mit der Bank allein noch nicht wirklich was anfangen. Also muss ich natürlich wissen, wer am Ende dahinter steckt. Und vor allem sage ich dann auch, ich möchte nicht nur wissen, wer der Depotinhaber ist, sondern ich möchte auch wissen, wer hat am Ende das Knöpfchen gedrückt. Also ich sage immer, wer hat am Ende auf die Enter-Taste gedrückt, dass diese Order am Ende bei uns in Stuttgart landet. Und das kriege ich eben daraus eben heraus, indem ich die Bank anschreibe, ganz offiziell im Rahmen eines Auskunftsersuchens, so nennt sich das Ganze, und erfragt dann einfach Depotinhaber, dann eben auch, ob jemand Vollmacht hatte auf diesem Depot, fragt dann auch zum Beispiel, wenn es im Rahmen einer Vermögensberatung war, wer war der Depotinhaber, welcher Vermögensberater hat dann wirklich eben wieder diese Enter-Taste gedrückt, und diese ganzen Informationen kriegen wir dann eben über dieses Auskunftsersuchen raus und merken halt anhand der Rückläufe, jawohl, hat sich dieser Verdacht, der vorlag auf eine Marktmanipulation, hat sich der bestätigt, weil wir merken, okay, das ist am Ende Vater, Sohn, oder es sind zwei Bekannte, die in der gleichen Straße wohnen. Also da gibt es so einige Indizien für uns, Verdachtsmomente, Indizien, wo man sagen, so ja Mensch, da könnte wirklich, die zwei können sich kennen irgendwo her. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich, aber das Bankgeheimnis. Ja, aber das Bankgeheimnis, ja richtig, ja. Das muss ich auch sagen, ja. Richtig, aber da ist das Thema einfach durch unser Börsengesetz und durch die Regeln, die wir haben, heben wir das Bankgeheimnis auf. Also die Bank kann sich hier nicht wehren, uns diese Auskünfte zu geben, sondern sie muss uns wirklich dann die Auftraggeber nennen. Und wenn wir eben merken, jawohl, der Verdacht hat sich erhärtet, dann geht das Ganze weiter an die BaFin. BaFin ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die eben dafür originär zuständig ist, solche Sachverhalte dann weiter zu ermitteln. Die wird dann am Ende auch nochmal ihre Methoden anwenden, um diesen Sachverhalt zu beurteilen. Und wenn sie dann merkt, jawohl, das ist wirklich ein Sachverhalt, der hier eben gegen die Marktmissbrauchslinie verstößt, also Marktmanipulation liegt vor, dann wird sie das Ganze an die Staatsanwaltschaft weitergeben. Also das heißt wirklich Straftat und nicht falsch parken, Ordnungswidrigkeit, sondern Staatsanwaltschaft ist wirklich eine Straftat, die dahinter steckt. Das kann, genau, bis zur Straftat kommen, bis Geldstrafen, Freiheitsstrafen, was auch immer dann die Staatsanwaltschaft sich dann über diesen Sachverhalt dann dazu ausdenkt. Und wahrscheinlich so je nach Höhe und je nach Planung und so weiter, wahrscheinlich genau. Ein unterschiedliches Strafmaß. Ne? Ja. Okay. Jetzt fällt mir interessant, viele denken sich jetzt zu diesem Zeitpunkt des Videos, na toll, 10 Minuten meine Lebenszeit verschwendet. was hat das mit mir zu tun? Interessant und wichtig ist vielleicht, dass man sagt, selbst wenn man eigentlich gar nicht vorhat, sowas mit anderen Leuten zu tun, nicht vorhat, die Preise nach oben zu treiben, nach unten zu treiben, kann es ja sein, dass man einfach mal, jetzt drücke ich mal das Knöpfchen, die Situation hat, dass ich selber mit mir selber handle, weil ich zum Beispiel Depotübertragung machen möchte. Richtig. Oder als Papa meinem Kind was schenken möchte und ich denke, Mensch, über den Weg ist doch viel schneller, dann kriegt er das gleich. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, dass die Person, die den Auftrag A, Verkauf, und Auftrag B, Kauf, abgibt, sich gleichzeitig im Orderbuch wieder trifft und da mal diesen Wash sehen. Das ist auch nicht gut. Nee, weil da sagt einfach auch das Regelwerk dazu, es ändert sich der wirtschaftlich Berechtigte nicht. Das ist eben das große Thema dabei. Ja. Und wenn sich der eben nicht ändert, dann sind wir auch in der Marktmanipulation und da fallen uns eben auch oft die Anleger, wenn sie am Telefon sind oder dann auch gern mal Vermögensverwalter der Bank, fallen uns da aus allen Wolken, wenn wir denen sagen müssen, so, ja, sie haben zwar vielleicht von dem einen Depot vom Herrn Müller auf das andere Depot vom Herrn Meier Stücke übertragen, weil es halt gerade so passt im Rahmen der Vermögensberatung, aber sie als Vermögensberater haben die Entscheidung getroffen. Und er kennt beide Situationen. Oder eben ja wirklich der Papa, der eben seinem Kind Stücke schenken will. Oder ich habe bei der Bank A, Bank B ein Depot und will da die Stücke übertragen, will mir diese lange Zeit nicht geben, was der klassische Depotübertrag einfach dauern kann. Gut, lang sind es vielleicht zwei, drei Tage. Das reicht schon manchmal, bei jetzigen Zeiten vor allem. Richtig, genau. Die Zeit wollen sie sich einfach nicht nehmen, die Anleger. Und dann nehmen sie eben beides mal die Tastatur, sei jetzt mal in die Hand und legen eben die Aufträge zu uns an die Börse. Und wenn wir es halt dann merken und merken, dass es der gleiche Auftraggeber ist, dann wird es halt einfach eng. Und sag mal, spielt da denn der Zeitraum eine Rolle? Weil wenn jetzt zum Beispiel das mit diesem Vater-Sohn-Beispiel, wenn das jetzt aber irgendwie, sagen wir mal, okay,
ich verkaufe die Aktie jetzt irgendwie an einem Tag aus dem Depot raus und dann irgendwie im anderen Depot wird sie dann irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Tage später wieder zurückgekauft. Das kann ich sehen, das ist absolut okay. Das ist absolut okay. Das Thema ist eben diese Gleichzeitigkeit. Diese Gleichzeitigkeit und was man einfach vermeiden muss, um eben nicht in diese Schwierigkeiten der Marktmissbrauch reinzukommen, ist, dass man einfach gucken muss, dass die beiden Aufträge, die man einstellt, dass die nicht zusammenkommen. Also ich kann es auch vormittags verkaufen, am Abend wieder kaufen, über die andere Bank, über das gleiche Depot, das ist ganz egal. Okay. Aber der Anleger muss einfach sicherstellen und darauf gucken, dass eben die beiden Aufträge nicht zusammenkommen. Auch da bringt es jetzt auch nichts, wenn ich dann früh eine Order einstelle und dann am Nachmittag die andere Order einstelle und dann aber trotzdem, weil es halt ein sehr illiquider Wert ist, dann trotzdem die beiden wieder zusammenkommen. Genau, oder weil die Limits bringt so eingestellt sind, dass sie dann wieder genau über den Aktienkurs am Vormittag noch nicht halt dem entsprach. Ja? Und dann später das ist halt der nächste Punkt. Richtig, oder manche haben auch, die halt dann ihr Order einstellen und dann denken so, ja, müsste doch ausgeführt werden. Und dann wird sie aber halt einfach nicht ausgeführt, weil nicht die passenden Gegenorders drin liegen. Sie wollen aber jetzt unbedingt den Preis haben, ja, dann stellen sie halt die passende Gegenorder dazu ein und führen dann damit die Preisermittlung hervor. Also da ist es auch richtig, da ist es auch wirklich ganz egal, wie lang die Einstellung auseinander liegt. Mhm. Sobald die beiden Aufträge sich einfach treffen und eben sobald nicht alle anderen die Möglichkeit hatten, darauf zu reagieren und eben ich jetzt nicht erstmal mit einem anderen zusammengekommen bin, der mich nicht kennt, also nicht prearranged oder eben nicht ich selber bin und dann im zweiten Schritt ich wieder mit jemand Fremden handel. Wenn das eben nicht gegeben ist, sondern ich dann wirklich dadurch mich selber matche, dann habe ich einfach den Wash Sale und bin in der Marktmanipulation drin. Aber damit ist doch auch das nächste Thema geklärt, was ich mir jetzt gerade nämlich gedacht habe, das Thema, ich habe irgendwie Gewinneraktien verkauft und auf die Steuern zu zahlen, dann denke ich mir, was jetzt auch am Ende des Jahres ja wieder häufig vorkommt, ich habe auch viele Verliereraktien, verkaufe ich doch die Verliereraktie XY zum Beispiel, damit ich das verrechnen kann mit meinen Gewinnen in diesem Jahr und kaufe dann dieselbe Aktie im nächsten Jahr aber wieder zurück, weil ich die trotzdem langfristig halten will. Ist doch aber dann auch okay, oder? Wenn es eben nicht so passiert, wie wir es hier erklärt haben, dass die beiden Aufträge zusammenkommen. Also müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Zum einen, du musst aufpassen, erst das Gegengeschäft machen, wenn du die Bestätigung vom ersten Geschäft hast. Dann bist du hier aus dieser Marktmissbrauchsgeschichte raus. Der zweite Punkt ist, wann erkennt das Finanzamt das an? Und steuerlich, ich glaube, das habe ich da schon mehrfach gesagt, müssen wir halt recht vorsichtig sein. Frag dich, wenn du es am gleichen Tag machst, erkennt es das Finanzamt? Ich weiß, häufig sagt das Finanzamt lieber, das soll ein paar Tage dazwischen liegen. Und da vielleicht nochmal dich informieren, wie viele Tage sollten es eigentlich mindestens sein, damit ich auf der sicheren Seite bin. Ja. Weil ich habe auch schon miterlebt, dass Finanzämter sagen, wenn es am gleichen Tag geschieht, dann weiß man ganz genau, aus welchem Grund man es macht, dann erkennen wir das nicht so an. Aber du hast ja gerade selber gesagt, jetzt verkaufen und im neuen Jahr nachkaufen, hat man sicherlich einige Zeit dazwischen. Ja. Im Normalfall sollte es dann eher funktionieren, aber da, wie gesagt, die steuerliche Seite, du hast den eigenen Kanal, wo du da gut ansprechen kannst dafür. Vielleicht interessant, was ich immer wieder festgestellt habe, mir rufen dann auch mal, oder haben früher Leute angerufen, die sogar zu mir gesagt haben, ich weiß ganz genau, ich müsste zu dem Preis ausgeführt werden. Und dann muss ich sagen, ja, wir wollen Sie es wissen. Ja, weil ich die Gegenorder eingestellt habe. Also, ja, danke, Ihre Selbstauskunft wird wahrgenommen. Ich gebe es nach Pflichtbewusst die Handels- und Warenstelle weiter, weil es einfach den Leuten nicht bewusst ist, dass sie das nicht dürfen. Und klar, da sind sie halt verwundert, sie haben einen Kauf eingestellt. In der Zeit, wo sie PIN, TAN eingeben, Verkauf, war halt ein anderer schneller, wie sein soll. Ein Börsengeschäft ist zustande gekommen. Ja. Die Stücke waren weg, er konnte nicht mit sich selber gegengehandelt werden. Also man hat kein Recht darauf, über die Börse mit seinen eigenen Geschäften vermittelt zu werden. Im Gegenteil, das ist verboten. Ja. Und das sollte man auch nicht versuchen. Und gerade was du angesprochen hast, wir haben viele Beispiele gerade genannt, Übertrag, Vater, Sohn, Schenkung. Genau. Die steuerliche Komponente, das ist natürlich für auch manche interessant zu sagen, aus einem Depot verkaufe ich es raus, habe dort einen Verlust, ins andere Depot rein, wunderbar. Auch das hast du ganz klar gerade festgestellt. Zum einen, ob es das Finanzamt anerkennt und zum anderen, hier ist es definitiv auch Marktmissbrauch, wenn man das tun würde. Aus welchen Gründen es tut, ist eigentlich egal, oder? Ganz egal. Also sobald eben wirklich unser Börsenpreis damit manipuliert wird und eben nicht aus diesem Spiel der Kräfte an der Börse zustande kommt, dann sind wir halt wirklich in dem Thema Marktmissbrauch und Marktmanipulation drin. Ja, und wenn man jetzt aber jetzt zum Beispiel eine sehr liquide Aktie hat, wie jetzt irgendwie Apple oder so, und auch nur eine kleine Position, dann wird ja theoretisch der Kurs dadurch nicht stark beeinflusst. Es gilt aber trotzdem, oder? Also es ist egal, was für ein Wertpapier und so, es gilt einfach so dieses, was du gerade beschrieben hast. Ja.
Dieser Grundsatz eben, dieses freie Spiel der Kräfte an der Börse, dieser Grundsatz darf einfach nicht gestört werden, wenn ich Aufträge einstelle, die ich eben im Wissen von beiden Seiten an die Börse schicke. Also die Kenntnis der gegenläufigen Order, wenn du das schon hast, darf man das schon nicht tun, selbst dann wäre es schon Marktmanipulation. Der zweite Punkt oder der dritte Punkt, den wir heute noch vielleicht ansprechen wollten, ist einfach Insiderhandel. Weil auch da kommt es immer zur Frage, was geschieht denn da, was kann man da als Börse tun? Richtig, also da ist auch so, Insiderhandel fällt ja genauso eben auch unter Marktmissbrauch. Da ist es aber halt so, im Insiderhandel arbeite ich ja mit Informationen, die der Markt noch nicht weiß. Das ist ja gerade so dieses Besondere an der Insider-Information. Also, dass ich eben eine Information habe, die, wenn sie dem Markt mal bekannt wird, dann eben kursrelevant sein wird. Und da kann es halt einfach sein, schon das Beispiel, wer kann Insiderwissen haben, kann sein, dass es die Sekretärin ist, die dem Chef eben gerade einen großen Vertrag vorlegt, wo sie weiß, wenn der Vertrag abgeschlossen wird, dass dann der Preis definitiv in die Höhe steigen wird. Oder es ist der Finanzvorstand, der eben weiß, okay, wenn wir jetzt diese Bilanz veröffentlichen, wird sich's mit unserem Börsenkurs nicht ganz so gut entwickeln. Also solche Sachen, wenn die eben diese Informationen ausnutzen, oder eben am Ende auch schon diese Informationen weitergeben, dann sind sie wirklich im Insiderhandel drin. Und wie merken wir sowas? Wir merken es einfach auch da wieder durch unser Tool, was wir haben, weil wir auch in die Richtung natürlich die ganzen Informationen, die ganzen Nachrichten screenen, die über den Ticker laufen, daraufhin dann eben die Aufträge uns anschauen, die bei uns an der Börse vorliegen und eben im Vorfeld dazu Geschäfte zustande gekommen sind. Und da guckt man aber halt nicht nur auf den Basiswert, eben wie zum Beispiel jetzt auf eine Daimler, sondern weil wir halt hier in Stuttgart gerade groß eben im Derivatehandel sind, gucken wir uns natürlich auch die Derivate an. Weil da kann es dann schon mal spannend sein, eben jetzt nicht im Basiswert unterwegs zu sein, sondern ich kaufe mir halt einfach einen kurzlaufenden Optionsschein, einen kurzlaufenden K.O. hat ja, je nachdem, was mir halt gerade in den Sinn kommt und kann damit eben diese Information natürlich noch viel extremer ausnutzen als... Und, was ich so spannend und interessant finde, ich habe gerade zu diesem Thema auch schon viel recherchiert, viele Podcasts gehört und ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber in den USA ist es jedenfalls so, dass die Bestrafung dann vor Gericht gar nicht unbedingt dann immer damit zusammenhängt, ob du tatsächlich profitiert hast dann von deiner Aktion, sondern einfach nur die Intention an sich zählt schon. Ja, also quasi, wenn ich jetzt überlege, ich weiß jetzt was alle anderen noch nicht wissen und jetzt mache ich mal genau diese Handlung und selbst wenn es dann nicht erfolgreich ist, kann es trotzdem passieren, dann habe ich sozusagen die doppelte Arschkarte, weil ich nicht mal profitiert habe, wobei mir das dann im Zweifel sowieso nichts nutzen würde, weil ich wahrscheinlich das Geld zurückgeben müsste. Aber allein die Intention, also das, da gab es auch, glaube ich, mal irgendwann so ein Beispiel mit einer Stewardess irgendwie, die da im Flugzeug irgendwas mitgehört hat, in der ersten Klasse beim Managementgespräch und dann irgendwie daraufhin halt handeln wollte. Aber vorher, und die haben sie dann halt sehr schnell erwischt, weil sie irgendwie vorher noch nie an der Börse irgendwie gehandelt hat und der Trader. Genau, und das ist halt dann indirekt. Was du jetzt beschrieben hast, das Stewardess wäre in dem Beispiel das Sekundär, Insider, der eben durch Hören irgendwas mitbekommen hat und das Management, das sie unterhalten, ist der Primärinsider, das wirklich von vornherein weiß. Genau. Aber beide Informationen darf man nicht ausnutzen und wenn ist ja klar, wenn ja zum gewissen Stichtag plötzlich irgendwelche Scheine gekauft werden, die an sich total unlukrativ sind, wenn man nicht weiß, dass bald eine Nachricht rauskommt, dann fällt es halt einfach auch auf, dass zu dem Stichtag kurz davor irgendwelche Scheine gehandelt wurden, die kein normaler Mensch in Anführungszeichen handeln würde. Das stellt dann halt auch unsere Börsenpolizei auch fest. Richtig, ich habe auch ein sehr gutes privates Beispiel und das zeigt auch, finde ich, recht gut, weil man sich ja immer selbst irgendwie so ganz, also wie du auch vorhin schon gesagt hast, Richie, so, ach, mich betrifft das alles nicht. Und ich weiß noch, ich habe mich im März letzten Jahres, diesen Jahres im März mit einem Analysten getroffen und mit dem habe ich eine Aktie besprochen, wo er gesagt hat, die Aktie ist total überbewertet und die wird von extrem vielen Analysten richtig in höchsten Tönen gelobt, obwohl da überhaupt gar keine Substanz dahinter ist. Und ich habe jetzt monatelang richtig intensiv recherchiert und bringe jetzt halt demnächst einen Bericht raus, wo ich meine Meinung mal zu dieser Aktie schildere. Und dann habe ich halt auch gleich so gedacht, so, okay, krass, dann könnte ich die ja einfach shorten und habe noch so gelacht dabei. Dann aber überlegt, Moment mal, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, der bringt demnächst so einen Bericht raus und jetzt anfange zu shorten, dann ist es bestimmt auch nicht erlaubt, ja?
Ah ja, klar. Dann bist du in dieser informationsgestützten Marktmanipulation. Ja. Mhm. Also alle Infos, die den Markt bewegen könnten, es muss nicht zwangsläufig Ad-Hoc-Nachricht sein. Es kann auch sein, wenn irgendein Geschäftsführer, der bisher das Unternehmen halt super vorangebracht hat, wechselt. Mhm. Auch sowas kann es dann sein. Also alle Nachrichten, die irgendwo den Preis beeinflussen können. Genau. Und da sollte man lieber vorsichtig sein damit und warten, oder bis die Nachricht raus ist. Genau, und es gab, glaube ich, auch mal so einen Fall bei Apple, wo irgendwie der Tim Cook per Telefon irgendeinem Journalisten irgendwas geleakt hat anscheinend oder irgendwas zu viel schon über die Quartalszahlen gesagt hat, was dann irgendwie, ich weiß ja gar nicht, ob es am Ende zu einer Strafe geführt hat bei Apple oder nicht, aber dafür gibt es ja dann auch diese Ad-Hoc-Meldungen, dass eben alle Marktteilnehmer gleichzeitig informiert werden, weil wenn der eine Journalist auf einmal viel mehr weiß als alle anderen, das ist auch nicht gut. Wenn er nicht nur IT-Journalist ist oder auch von Finanzen versteht, dann kann es für ihn von Vorteil sein, aber das darf er nicht. Nee, darf er nicht. Richtig, ja. Okay. Genau. Gut. Okay. Ich glaube, das waren die Themen, die wir heute eigentlich so näher bringen wollten. Genau. Wichtig ist vielleicht wirklich, der Grund, warum wir es auch gemacht haben, ist, es kommen halt immer wieder Gespräche, auch bei euch, glaube ich, raus, wo dann Leute ganz zerstört sagen, oh, das wusste ich ja gar nicht, dass es nicht darf. Vielleicht, also zumindest über dich haben wir jetzt vielleicht 100.000 Leute erreicht, hoffentlich klicken wir so viele, die jetzt halt wissen, okay, das darf ich halt eigentlich nicht und sollte vielleicht einfach da die Finger davon lassen, weil ganz häufig ist es wirklich einfach aus Unwissenheit, weil jemand glaubt, ich tue ja keinem weh, was ist das Problem dahinter? Richtig, ja. Aber es ist halt leider ein Problem und deswegen bitte tut es nicht. Erst das eine Geschäft, Ausführung abwarten, dann könnt ihr das nächste Geschäft machen. So könnt ihr theoretisch von einem Depot zum nächsten übertragen oder machen, was auch wollt. Ja. Aber gleichzeitig nicht gut. Nein, nicht machen. Bitte nicht machen. Alles klar. Ja, super. Dann vielen Dank. Sehr gerne. Und ihr habt, glaube ich, hattest du damals schon empfohlen, Thomas, ihr habt ja auch so eine Broschüre irgendwie, die man sich auf der Website runterladen kann, oder? Von der BaFin. Von der BaFin gibt es da extra eine Broschüre, die man sich dazu auch runterladen kann, wo auch diese Sachen nochmal geschrieben sind. Also gerade halt auch diese informationsgestützte Marktmanipulation, wo viele wirklich schnell auch reinlaufen, weil eben die Dollarzeichen nur noch in den Augen sind und das Hirn dabei dann leider oft mal ausgeschaltet wird. Da gibt es wirklich sehr, sehr gute Informationen und ich glaube, auch sonst kann man sich da im Netz ganz gut informieren über dieses Thema. Weil lieber immer vorsichtig sein und vor allem für uns halt immer ganz wichtig, auch ein bisschen Kopf einschalten und Aktien dann Aktien mit Kopf, genau. Schade nicht. Und da einfach dann erst wirklich loslaufen und die Sachen machen, um eben nicht irgendwie später mal in Schwierigkeiten zu kriegen, dass halt nicht die Staatsanwaltschaft oder irgendwer mal an der Tür steht, unangemeldet. Gut, ja, wir hoffen es nicht. Also dann vielen Dank auf jeden Fall euch an dieser Stelle. Und ihr könnt ja vielleicht nochmal dann in den nächsten Tagen vielleicht in die Kommentare reinschauen, was da so vielleicht für Fragen noch kommen oder so. Fandst du den Link uns zukommen lassen, Thomas? Ja, natürlich. Koya zuschicken? Nee, wir lassen mal einen Link zuschicken für die Broschüre, Thomas. Achso, okay. Koya, dass wir die gucken verlinken können. Guck ich mal, wenn wir sie finden, schicken wir es dazu, dann kannst du es noch verlinken dazu. Da hast du eine Erklärung auch von dem Video dabei. Okay. Super. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.